Seid ihr zum ersten Mal hier im Osnabrück? Ja, genau. Wir waren schon dreimal da. Ja, das stimmt. Zum ersten Mal. Nee. Schon ein paar Mal da gewesen. Wir sind jetzt das zweite Mal hier. Nee. Aber super geil. Wo kommt ihr her? Aus Paderborn. Ah. Kommt ihr hier aus Osnabrück? Ja. Bielefeld. Aus Bayreuth. Aus Bielefeld. Genau. Ja, natürlich. Kommst du hier aus Osnabrück? Ja. Gefällt euch irgendwas besonders gut? Ja, hier vorne der Überhang natürlich. Der weiße war ein Kracher, der hat Spaß gemacht. Aber super geil. Was würdest du sagen? Die Wettkampfwand ist sehr geil. Die kannst du auch der Außenbereich? Ja. Der Außenbereich, der abgetrennte Kinderbereich für unseren Knirps. Das ist ein besonderes Alleinstellungsmerkmal. Und ja, schön geschraubt, schöne Halle. Dass man Top-Out gibt. Genau. Stimmt, sehr gut geschraubte Routen. Macht Spaß. Es ist eine Abwechslung zu den anderen Hallen, die ich kenne. Inwiefern? Also, je nachdem, wo man dann ist. In Bielefeld ist viel Balance. Hier ist so ein bisschen mehr Überhang und teilweise echt schöne Routen im Überhang, die mir sehr gefallen. Gibt es irgendwas, was dir nicht so gut gefällt? Nee, spontan nicht. Ein bisschen kleinfreundlichere Routen, wo man nicht so ganz weit greifen können muss. Das wäre schön. Ich finde super bei der Halle der große Bereich zum Austoppen. Also der ist schon, es ist anders zu den Hallen, die sonst halt auch in Bielefeld oder sich sonst so kenne. Das macht mega Spaß tatsächlich. Und ich finde tatsächlich geil, dass es so viel Überhang gibt, weil ich bin echt mega schlecht im Überhang und deswegen habe ich einfach mehr Möglichkeit hier zu üben, was das angeht. Gibt es irgendwas, was euch nicht gefällt? Raue Wände. Ich kann einfach nicht mit rauen Wänden. Zum einen, die ist neuer, die hat schönere Bände, schönere Routen. Ja. Und werden immer ausgewechselt. Ich finde es gut. Das heißt, ihr geht auch woanders bauen, ganz bestimmt? Ja, Zenit sind auch ab und zu. Noch eine andere Halle oder nur Zenit? Ich gehe noch in Bad Oeynhausen, in Felsmeister. Die Halle. Und sind irgendwelche Unterschiede aufgefallen zwischen den Hallen generell? Ich finde die Matten hier besser. In Bad Oeynhausen werden die oder noch ein paar Mal öfter ausgetauscht, aber... Gefällt euch irgendwas besonders? Besonders? Ich finde die Routen ganz gut hier. Wir sind anspruchsvoller, sagen wir es mal so. Ja. Und gefällt euch irgendwas nicht so gut? Dass es noch abgesperrt ist. Ja, richtig cool finde ich hier natürlich den Außenbereich. Man kann sich hier ganz entspannt mit seinen Leuten irgendwo in der Ecke sitzen und was trinken. Und auch hier die Slackline, das macht einfach richtig Spaß, mal draußen so ein bisschen auch mal was zu machen. Gibt es irgendwas, was drinnen besonders cool ist? Drinnen macht natürlich der Top-Out in der Mitte des Blocks mega Spaß. Ist mal was anderes als in anderen Hallen. Und ja. Cool. Gibt es irgendwas, was dir nicht gefällt? Ich muss sagen, die Routen sind etwas ungewohnt geschraubt. So. Inwiefern? Keine Ahnung. Also halt so vom ganzen Gefühl her, weil bei uns unten, sag ich mal, schraubt man halt einfach ein bisschen anders. Also hier ist leicht kreativer geschraubt, man muss mehr nachdenken. dafür sind manche Knackpunkte dabei, wo ich sage, weiß ich jetzt nicht, wie das aussieht. Also ich finde die Routen mega cool geschraubt. Und ich mag das Design von der Halle auch. Ist ganz cool. Das Personal, also das Team ist super cool. Und der Außenbereich natürlich. Ja, der Außenbereich ist mega. Und ich bin auch Anfänger, deswegen finde ich es mega cool, dass auch so viele einfache Routen wohl mit dabei sind. Also kann man gut was machen hier. Die Schwierigkeit im grünen Bereich, die finde ich hier sehr schön. Man macht hier ziemlich schnell Fortschritte, also schneller als in anderen Boulderhallen, wo ich geklettert habe, merke ich hier, dass ich hier krassere und bessere Fortschritte mache. Was hat dich hier in die Halle verschlagen? Was Neues ist immer was Schönes und ich muss das einfach ausprobieren. Ja. Hast du schon mal gebouldert vorher? Ja, ich bin sonst immer regulär im Zenit und seitdem es die Halle gibt, bin ich hier. Warum? Die Bewegungen auf den Routen sind schöner. Die gefallen mir mehr. Man fühlt sich gut, nicht nur, weil man die Route geschafft hat, sondern auch, weil man die schönen Bewegungen geschafft hat. Da fühlt man sich danach wesentlich professioneller. Gibt es irgendwas, was dir nicht so gut gefällt hier?
Ich wünschte, die hätten hier eine Rutsche runter. Ja,